Wir haben das gemacht, was zum Palett gehört, ein Rahmen und ein Deckel, was es heute schon gibt im Holz und Stahl. Und unsere Herausforderung war, die gleiche Funktion abzubilden, die der Rahmen, Holzrahmen oder Deckel machen, mit den Möglichkeiten auf unserem Material. Nebst dem, dass wir einfach heute wissen, dass Holz ein endliches Gut ist und man muss Sorge haben dazu, wir eigentlich nicht mehr brauchen für das, haben wir natürlich das erreichen, was man heute weiss. Wir wollen leichter werden. Wir wollen das können klappen, für das man es im Rücktransport mit möglichst kleinem Volumen kann, umschicken kann oder dass man so klein Volumen kann lagern kann. Und uns ist gelungen, dass wir den Rahmen, Deku, Palett, wo schon 60 bis 63 Kilo in Holz ist, dass wir das herbringen unter 23 Kilo, das heisst unter dem Gewicht, das ein Palett hat, ein Holzpalett. Ja, und das ist das, was wir jetzt in diesem Prototype können erreichen können. Wir gehen davon aus, dass wenn wir das richtig super durchrechnen können, super durchtesten mit ETH Inspire und Rapperswil zusammen, dass wir da eine Lösung werden bekommen, die sicher den hohen Ansprüchen, die Rahmen und die Deckel in der Logistik haben, können gerecht werden. Genau, das war eigentlich die Hauptherausforderung. Wir wollen das Ganze klappbar machen, dass man eigentlich das Ganze am Schluss so kompakt kann lagern. Und dass man das entsprechend kompakt machen kann, haben wir eben entsprechende Scharniere gebraucht. Da sehen wir den ersten Prototyp, wo man jeweils auf- und zufalten kann. Klar, es hat Herausforderungen gegeben, aber schlussendlich mit dem Konzept, das wir hinbekommen haben, dass wir das einfach Fasern genommen haben, die in einer Richtung waren, haben wir da saubere Scharniere hinbekommen. Ganz klar in der Lagerung. Wenn man es nicht braucht, dann kann man es kompakt zusammenstellen und braucht viel weniger Platz. Die Herausforderung in der Logistik ist eben nicht nur das Gewicht, das wir jetzt schon angesprochen haben, sondern auch der Platz. Lagerkosten, ein riesiges Thema. Und wir haben es jetzt geschafft, hier eine Lösung herzubringen, die wir jetzt sogar in 10 Stunden pitchen können. Das freut uns enorm. Eine super Lösung, die wir hier haben, faltbar, platzsparend. Also wir haben sehr, sehr grosse Hoffnung und sind überzeugt, dass wir hier etwas auf den Markt bringen, was es so noch nicht gibt. Wir haben hier ein Material, das platzsparend ist, oder eigentlich mehr Platz spart, oder? Stabil ist, Gewicht einspart und von dem her eigentlich neue Dimensionen schafft, Grenzen verschiebt in diesem Bereich. Und dort hoffe ich schon, oder bin überzeugt davon, dass der Kunde muss überzeugt sein von dem, was wir ihnen zeigen. Es ist immer so, oder? Wenn etwas neu ist, ist man zuerst ein bisschen zurückhaltend und skeptisch, und dort ist natürlich unsere Aufgabe, einfach wirklich die Vorteile zu unterstreichen, und da gibt es zum Glück genug davon, und darum habe ich das Gefühl, dass wir auch den schwierigsten Kunden überzeugen können.